DFG Science TV. Beton gut verbunden. Bruchversuche. Wie stark ist ultrahochfest? Mein Name ist Guido Bertram. Ich bin beschäftigt als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Massivbau der RWA Aachen seit 2005 und bearbeite hier ein Forschungsprojekt. Das Institut für Massivbau der RWTH Aachen beschäftigt sich seit etwa 6 bis 7 Jahren mit der Entwicklung von ultrahochfestem Beton. Die beiden Projekte behandeln zwei erwartete Anwendungsgebiete. Das eine Anwendungsgebiet ist die Kombination von ultrahochfestem Beton mit hochfesten Stählen. Das ist das eine Projekt, in dem also das Tragverhalten von Verbundbauteilen untersucht wird. Und das andere Projekt ist die Kombination aus Spannbeton und UHPC. Auch hier werden die besonderen Eigenschaften des UHPCs besonders genutzt, nämlich die hohe Druckfestigkeit für eine hohe Vorspannung. UHPC zeichnet sich aus durch eine extrem hohe Druckfestigkeit. Das ist ein neuer Werkstoff und der muss erforscht werden für die Anwendung der Praxis. Mehr auf DFG Science TV. Weck den Forscher in dir.